Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung. Wir sind eine praxisorientierte Schule. Und unsere Schülerinnen sind sehr kreativ. Sie können ihr Geschick in praktischen Produkten realisieren. Und aus dem sind diese Ideen auch entstanden. Das war dann so der Start. Wir haben auch schon mit Novas Kontakt aufgenommen, weil in Diesens, in der Gemeinde Diesens, ist eben diese Sozialgenossenschaft eingestiegen. Und da haben wir schon nachgefragt, ob es möglich wäre. Und sie sind ganz zuversichtlich. Und ich denke, wenn wir dann soweit sind, können wir da einsteigen. Für uns heute sicherlich ein besonderer Tag. Zum einen die Gründung der ersten Schülergenossenschaft ist sicherlich eine einmalige Sache. Das Besondere, denke ich, ist, dass junge Leute sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt haben. Es ist nicht so, dass die sich von heute auf morgen hingesetzt haben mit dem Wunsch, wir gründen eine Genossenschaft, sondern es hat eine sehr intensive Vorbereitungszeit gegeben, die wir unterstützt haben, wo sich die Schülerinnen und Schüler hingesetzt haben und sich mit den rechtlichen, aber auch wirtschaftlichen Fragen einer Genossenschaft auseinandergesetzt haben. Und die dann mit Begeisterung, und das konnte man ja auch feststellen, sich überzeugt haben, eine solche Genossenschaft zu gründen. Besonders, denke ich, ist auch, dass es die erste Schülergenossenschaft in Südtirol ist. Und ich gehe davon aus, dass diese Initiative auch weiter Schule machen wird. Ich glaube, die Schüler sehen einen ganz großen Vorteil in dem, was sie tun, nämlich im Bereich der Schülergenossenschaft. Sie können sehr wachsen. Sie haben zum Beispiel anfangs immer Schwierigkeiten, auf andere zuzugehen, wenn sie noch jünger sind. Sie haben alle diese Barrieren überwunden. Sie sind jetzt alle sehr selbstbewusst. Sie können Ideen selber entwickeln. Sie sind auch so selbstbewusst und können ihre eigenen Fähigkeiten besser einschätzen, dass sie sehr gut nach außen ihre Vorstellungen auch transportieren können. Wir machen da Wachstücher, die kann man dann statt der Alufolie oder der Klassikfolie verwenden. Wir haben hier ein Fingerfood gemacht, so kleine Häppchen fürs Catering, das wir von unserer Schülergenossenschaft aus machen. Wir haben gedacht, wenn wir so Stoff machen, den kann man öfters wiederverwenden und sind auch umweltfreundlich. Ich freue mich, dass diese Idee von Schülerinnen und Lehrkräften mit Unterstützung und in Zusammenarbeit mit dem Raiffeisenverband Schritt für Schritt in die Tat umgesetzt werden konnte. Für uns als Schule und Ausbildungsstätte ist sinnstiftendes Lernen ein großes Thema. Und die Gründung einer Genossenschaft ist ein ganz schönes Beispiel dafür, Jugendlichen zu zeigen, wie man sich in der Gesellschaft gemeinsam bewegen kann und was man gemeinsam im Zusammenschluss erreichen kann.